Okay, neues Glück, neuer Versuch. Neuer Versuch, neues Glück. Leute, was ist denn das? Das ist ja... Ich hoffe, das ist jetzt nicht gefährlich und zerlegt mich jetzt... Nochmal, das sieht ja aus wie ein Riesen... Was denn das? Ein Riesenpferd? Wild... Wie heißt das Ding? Ich kann es nicht mehr lesen, weil es hier alles so wackelt. Okay. Wie in der letzten Folge, gehen wir natürlich erstmal ein bisschen Holz holen. Wo sind wir? Sind wir hier in einem Sumpf oder irgend sowas? Freund, ich kann hier wirklich enorm wenig sehen. Es tut mir gerade leid, ihr werdet wahrscheinlich genauso wenig sehen können. Ach komm schon, ich baue dann als nächstes, ich baue jetzt erstmal hier wieder eine Spitzhacke, danach wieder... Ich baue jetzt erst eine Spitzhacke. Was braucht man dafür? Ein Stone. Danach baue ich mir wieder eine Axt und dann hole ich mir gleich eine Fackel. Dann können die auch wieder ein bisschen was sehen. Haben wir irgendwo hier ein paar Steinchen rumfliegen? Oh, ich hatte hier gerade einen Leck, glaube ich. Ein Stein. Coffee, du musst mir Steine auf den Server bringen. Okay, da haben wir es. Die 1. Nein, was ist denn hier hinten schon wieder? Hier... Ich habe schon wieder gerade irgendwas. What the fuck, Leute, das ist ein Riesenfrosch. Wie gesagt, es gibt ja enorm viele neue Viecher, die ich hier alle gar nicht kenne. Nein, Leute, mein ganzes Fleisch ist auch schon wieder weg. Scheiße. Und es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir hier nicht... Ach, hier ist schon wieder so ein Spuckding. Es ist ärgerlich, dass wir hier nicht mit der Hacke irgendwas upgraden. Holy shit, Leute, Abfahrt! Ich habe ihn nicht gesehen. Nimm den Frosch. Lass mich in Ruhe. Ach du Kacke, verfolgt mich der Frosch auch? Nein, der geht tatsächlich wieder auf mich. Wo habe ich hier... Ist hier hinten Feuer? Ich weiß nicht, ob hier hinten gerade Feuer war. Reicht schon für die Axt? Ne, wir bräuchten noch einen Flint. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das sind ganz normale Büschleins. Lässt das Ding endlich ab. Hat er uns gesehen? Man kann sich ja leider nicht verstecken. Das wäre ja ziemlich cool. Könnte man sich hier vor diesen Dinos verstecken. Gerade am Anfang ist es natürlich immer sehr, sehr schwer. Es dauert halt 2, 3 Versuche oder bei mir 4, 5 Versuche, bis wir endlich mal was gebacken bekommen. Aber früher oder später werden wir es irgendwann hinbekommen. Wir bräuchten Flint, Flint, Flint. Was will ich denn mit Wood? Flint, jetzt finde ich keinen Riesenstein. Hier ist eine Chili. Leute, jetzt mal im Ernst. Kann es sein, dass alles, was ich brauche, immer enorm weit weg ist? Und gerade in der Nacht habe ich das Problem, dass ich halt hier nichts sehe und ihr wahrscheinlich genauso. Ach du Kacke, kann sein, dass es immer... Oh, bin ich jetzt erschrocken? Kann es sein, dass es irgendwie immer dunkler wird? Ich kann hier gar nichts sehen. Hier ist ein Riesenstein. Wir müssen uns kurz ausruhen. Okay, ich habe gerade gekackt. Ey, wir haben Metall! Leco Mios! Flint? Wir bauen uns eine Hacke. Ich höre schon wieder so seltsame Geräusche. Nein, unsere ganzen Beutel sind natürlich jetzt auch weg. So ärgerlich jetzt. Wir haben eine Map auch. Mie. Okay, das ist schon mal sehr gut. Da wollen wir nicht hin. Dann machen wir die Map wieder zu. Und wir bräuchten jetzt ein Campfire. Wir bräuchten auch ein bisschen was zu essen. Jetzt war ich gerade im Dodo-Paradies und so schnell ist aus der Traum. Wir bräuchten ein bisschen Fipper, glaube ich. Was haben wir denn nochmal für das Campfire gebraucht? Stone, 16 Stone. Kriegen wir das hin auf die Schnelle? Ich laufe hier einfach ein bisschen rum und drücke einfach Spam ein bisschen mit der Taste rum. Hier scheint gerade relativ viel zu liegen. Oder auch nicht mehr. Mehr Stone.
Oder wenn man wenigstens die Gegner oder die Dinos, zumindest die kleinen wenigstens, mit Feuer verstrecken könnte. Vielleicht geht es ja sogar und ich weiß es gar nicht. Yes, Leute, wir sind wieder aufgestiegen. Wir gehen Campfire, wir gehen das auch hier gleich hin basteln. Ich werde jetzt hier erstmal Wurzeln schlagen. Wir legen hier Wood rein. Oh, wir haben aber eine ganze Menge Wood. Okay, was gehen wir denn leveln? Wir gehen hier leveln. Melee Damage? Oder Health? Ich weiß es nicht. Ne, wir gehen Melee Damage machen, Freunde. Und wir gehen diesmal ein Fundament bauen. Wir gehen eine Türe bauen. Eine Wand. Aufs Dach kann ich jetzt erstmal verzichten, ne? Mir geht es erstmal darum, dass ich hier so eine kleine Bleibe habe. Und wir haben aber kein Fleisch einstecken. Allerdings Metall, was ich jetzt damit mache, weiß ich noch gar nicht. So weit war ich im letzten LP gar nicht, dass ich hier irgendwie irgendwas mit Metall gebastelt habe. Wir bräuchten jetzt was zu essen. Allerdings ist es in der Nacht immer so, ja, ein bisschen schwieriger, was zu finden, weil ich eben sehr, sehr wenig sehe. 7. Reicht noch nicht. Wir bräuchten vielleicht ein bisschen Thatch. Hier mal wenigstens noch ein Bäumchen. Reicht das sogar schon? Nope. Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich Fipper. Irgendwann habe ich auch die Crafting-Rezepte hier drin, also von dem her. Ah, wir brauchen Flint. Flint. Ach du Kacke, ich höre schon wieder irgendwelche Dinos rumlaufen, Freunde. Es ist so klug, mich jetzt von meinem Feuer so weit entfernt, so weit weg zu bewegen. Wenn ich wüsste, wie spät es ist. Steht es hier irgendwo? In meinem Inventar? Oh ja, tatsächlich. Wir haben 2 Uhr nachts oder früh. Ja, wir können vielleicht ein bisschen Sachen dann schon mal craften für die Dinger hier, für die Wand, für die, wie heißt denn hier, Foundation. Da bräuchte man eine ganze Menge Thatch, eine ganze Menge Wood und Fipper. Dann gehen wir jetzt erstmal Thatch und Wood holen. Was brauchen wir denn mehr, Thatch oder Wood? Fundament. Wir bräuchten dafür mehr Thatch. Dann gehen wir jetzt erstmal eine ganze Menge Thatch holen. Ich mache das jetzt einfach so viel, bis mein Inventar komplett voll ist. Ich hoffe dann, dass es auch wieder früh ist und dass wir wieder ein bisschen was sehen können. Dann können wir nämlich auch gleich die Fundamente aufstellen. Und ein Sleeping Bag vielleicht reinlegen. Ich weiß nicht, ob das Sleeping Bag immer noch, ob das so ist. Oder ob das vielleicht sogar schon gepatcht worden ist, dass man den nur einmal benutzen kann. Hier ist noch ein Bäumchen. Okay, und ich hoffe, wenn wir irgendwie so was Großes tamen, also wie so ein T-Rex oder so, ich hoffe, dass wir überhaupt in den Bereich kommen, dass uns natürlich dann auch der Koffi ein bisschen hilft hier beim Tamen oder vielleicht bei den Narakubärchen pflücken oder irgendwie sowas. Aber ich denke, der Koffi, der ist ganz cool. Warte, was ist das? Ich habe Angst, dass es böse ist. Aber jetzt dann schon angegriffen vielleicht? Das ist ein Patschi. Was bist denn du für eine? Dich kenne ich ja gar nicht. Okay, dann können wir hier beruhigt weiterhacken gehen. Wir dehydrieren. Wir müssen ein bisschen Wasser trinken. Oh Leute, wir sehen alle... Ah, scheiße! Ich müsste tatsächlich mich auf die Suche machen nach ein bisschen Essen. Aber ich gehe mir jetzt erstmal hier eine Foundation basteln. Und, können wir überhaupt schon welche basteln? Ne, uns fehlt noch Fipper eine ganze Menge. Wir bräuchten noch Fipper. Vielleicht finden wir hier auf die Schnelle ein bisschen was. Ah, wer sagt's denn? Sehr schön. Verlieren wir schon Energie? Ja, aber es wird langsam wieder... es wird ein bisschen heller, habe ich so im Gefühl. Der macht mir hier fast ein bisschen Angst, der Dude hier unten. Okay,
Freunde, ich mache das jetzt das einzige Richtige. Hoffe ich, gehe mir jetzt erstmal was zu trinken holen. Vielleicht können wir hier während der Zeit noch ein bisschen was unterwegs aufgreifen. Die Mojo-Bärchen weiß ich auch noch. Die sind gut zum Taming gedacht. Und hier hinten haben wir schon ein Hai. Müssen wir ins Wasser komplett, um zu trinken? Reicht das, wenn wir nur drin stehen? Ich weiß es nicht. Wir bräuchten Nahrung. Das könnte sich jetzt wieder ein bisschen schwierig. Davon ist ein Dodo. Den gehen wir gleich zerfleischen. Man darf nicht wählerisch sein in den heutigen Zeiten. Und bei meinem Glück gibt er mir jetzt natürlich wieder nur Leder. Gib mir Fleisch. Nein. Ach, komm schon. Hier. Oh. Dodo-Familie. Immer hier fast den halben Stammbaum ausgelöscht. Sehr schön. Freunde, wenn es jetzt Tag wird, dann könnten wir vielleicht sogar relativ gut dastehen. Was allerdings nicht schlecht wäre, wäre vielleicht irgendwas, um uns zu verteidigen. Wir können vielleicht sogar schon wieder einen Beutel basteln. Ja, das funktioniert sogar. Okay, wir gehen jetzt erstmal das Fleisch brutzeln. Denn unsere Energie ist ziemlich low, das Wasser, gut, er hält sich noch in Grenzen. Was brauchen wir jetzt? Wir haben jetzt 11 Fleisch, das reicht jetzt erstmal. Ich hoffe, dass wir es nicht wieder verlieren. Und unser ganzes Holz verbrutzelt hier ganz umsonst. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier erstmal eine Foundation machen. Da können wir noch nicht mal zwei machen, da können wir nur eine machen. Ist aber nicht so schlimm, dann gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen Fipper zupfen. Oh, Leute, ich habe es immer gehasst, hier das ganze Zeug zu pflücken, hier Bärchen und Fipper und so. Es gab einen ziemlich coolen Bot, einen ziemlich coolen Dino, der das Ganze hier erledigt hatte. Wer war denn das? Wer konnte das denn ganz gut? Der Langhals, weiß ich, der konnte ziemlich krass farmen, der holt hier mit seinen Schwänzchen aus und ruft hier gleich alles weg. Da habe ich sogar schon mal hier aus Versehen jemanden gekillt, wo ich hier Bärchen pflücken wollte. Aber okay, ist schon lange her. Ja, so könnte es weitergehen. Ja, ihr werdet jetzt natürlich lachen und sagen, ah, Mofa, ganz am Anfang. Wow, ah, wir haben hier ein bisschen was vergammelt. Es ist Tag. Sehr schön, Freunde, sehr, sehr schön. Wir würden uns hier niederlassen. Wir haben hier eine Menge Bäume, wir haben hier eine Menge Grünzeugs. Und wir müssen was essen, sagt er schon wieder. Dann werden wir das doch mal machen. Okay, wir haben unseren Wasserbeutel, wir haben Essen, wir haben unser nötigstes Werkzeug und wir haben eine Foundation und wir gehen jetzt gleich noch eine machen. Wir können noch eine machen. Wir machen erstmal 4 Stück und dann gehen wir die erstmal aufbauen oder aufbasteln. Dann können wir vielleicht hier gleich auch eine Wall machen. Ah, wir können nicht machen währenddessen das... Oh doch, das funktioniert sogar. Da bräuchte man ein paar Wände. Ich glaube, schauen wir es einfach mal. Okay, wir gehen unsere... Ah, nee, hierüber will ich nicht. Wir gehen unsere Foundation holen. Wir gehen unsere Wall erstmal holen. Und dann machen wir hier erstmal die 4 Foundations auf. Wir gehen das erstmal hier hin. Dann machen wir nochmal eine Foundation. Die machen wir hier hin. Noch eine hier hin. Und noch eine hier hin. Da können wir nämlich vielleicht hoch, ohne hoch zu klettern, ohne hoch zu springen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Okay, und wenn der mal auch, dann werden wir hier einmal hier einen hinmachen. Ach du Kacke, sah die immer schon so aus. Okay, nee, ist alles in Butter. Gab es auch keine mit Fenster? Zufälligerweise. Gab es überhaupt ein Fenster? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was fehlt uns denn für die Wände noch? Natürlich wieder Touch. Hey, ganz langsam, Freundchen. Okay, wir bräuchten... Was bräuchten wir? Wir bräuchten eigentlich alles. Wir bräuchten Thatch, Wood und Fipper sogar noch. Dann gehen wir das Ganze noch hacken. Dann sind wir, denke ich mal, erstmal ein bisschen sicher gegen Dino-Angriffe. Oder können uns wenigstens ein bisschen verstecken. Und als nächstes wird dann hier das Sleeping Bag kommen, denke ich mal. Wie voll ist unser Inventar? Aber wir können eine ganze Menge... Jetzt
Hier hinten ist schon wieder so ein Spuckgerät, glaube ich. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal ein bisschen auf Wood wieder. Ne, wobei, Freunde, wir gehen jetzt das ganze Inventar. Ne, wir haben keine Kisten. Das ist ein bisschen kacke gerade. Dann gehen wir doch vielleicht ein bisschen auf Wood. Ah, wir sind schon wieder müde. Leute, wir müssen kurz stehen bleiben, dann füllt er sich relativ schnell wieder auf. Wo ist denn überhaupt... Ach, das ist hier unten, der Blitz hier. Okay, wir sind schon wieder hungrig. Wir essen mal einen Happen. Ja, es ist natürlich am Anfang immer ein bisschen schwieriger, Freunde. Man muss sich natürlich verteidigen und man muss erst ein bisschen leveln, um sich verteidigen zu können. Nee, das ist gar nicht so ein Spuckdino, das ist immer noch der gleiche von vorhin. Ich probiere jetzt mal den großen hier, vielleicht wirft er besonders viel Holz ab. Okay, oder auch nicht. Nein, so ein Pech aber auch. Wir können es nicht reparieren, wir brauchen Flint. Wir gehen jetzt erstmal wieder, ja, nee, wenn hier gerade das Steinchen ist, dann gehen wir das natürlich den Flint holen. Vielleicht sollten wir auch gleich ein bisschen mehr holen als nur eines. Gib mir Flint. Sehr schön. 5 Flint. Das sollte, denke ich mal, vorerst reichen. Sehr schön. Dann kann es wieder weitergehen. Jetzt kommt dann wieder der aufwendige Teil. Das ganze Kappel-Gedöns. Nee, wie heißt denn? Fipper. Fipper zu Kräften. Farmen. Wobei man eigentlich relativ viel und relativ schnell davon bekommt. Oh Leute, wir können hier... Ich finde hier aber tatsächlich kein Fipper. Eine ganze Menge Bärchen. Gibt es vielleicht irgendwelche speziellen Sträucher jetzt, wo man das Zeug bekommen kann? Ich finde hier wirklich kein Fipper. Doch, hier haben wir ein bisschen Glück. Leute, spielt ihr noch Ark? Ich weiß ja nicht. Es ist schon ein bisschen älter jetzt wieder das Game, aber es gab ja Ark bekanntlich sehr, sehr viele Patches, sehr, sehr viele Updates, was eigentlich sehr, sehr cool ist. Nach der Zeit ein bisschen anstrengend, weil Steam jedes Mal, jeden Tag updaten muss. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wie gesagt, habe mir das Ding heute erst wieder installiert. Narcos, ich weiß jetzt nicht, was jetzt sinnvoll wäre, vielleicht als erstes zu tamen. Vielleicht irgendwas Kleines, ein Dodo und bringt mir natürlich gar nichts. Vielleicht so ein Spucker am Anfang. Aber da bräuchte man wahrscheinlich erst die Slingshot. Um den zu töten oder bewusstlos zu prügeln. Wir bauen eine, zwei, drei, vier, fünf. Einen Doorframe. Das ist auf der Taste 9. 9. 9. 9. Und hier nochmal. Haben wir noch eines? Ah, scheiße. Ja, es waren noch zwei im Bauen, aber es ist nicht so schlimm. Ah, nein, 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 nein. Ich habe die Foundation gebaut. Okay, ist erstmal nicht so schlimm. Dann gehen wir die natürlich erstmal hier hinstellen. Dann mache ich hier so eine kleine... Ja, Veranda nenne ich es jetzt einfach mal. Wir brauchen jetzt diesen Doorframe. Den wollte ich nämlich eigentlich zusammen basteln. Den haben wir hier. Nein, stopp! Kann ich abbrechen? Nein, ich kann nicht abbrechen, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich 2 Stück gebaut, glaube ich. Aber ist nicht so schlimm. Früher oder später werden wir ihn sowieso benutzen. Einmal die 0. So, voilà. Und dann bräuchten wir eigentlich nur noch eine Tür. Dann sind wir schon ausgerüstet. Wie ein großer, vielleicht noch ein paar Dinge bei Ikea. Und dann sollte das eigentlich ganz cool aussehen. Wir haben hier bestimmt auch ein bisschen Essen wieder drin. Wie lange hält denn das Zeug? Das vergammelt natürlich auch in 12 Minuten. Wie sieht unser Essen aus? Hauen wir gleich ein bisschen was rein, hätte ich mal gesagt. Mach mal den Dude gleich voll. Ich will jetzt mal wissen, wie weit die Keule denn voll geht. Wenn wir noch eins reinmachen, dann dürfte er ziemlich voll werden, denke ich mal. Nee, noch eines?
Okay, das heißt, wir brauchen circa 5 von diesen Dingern. Von diesem Fleisch hier, damit wir wieder voll sind. Oder einigermaßen voll. Jetzt will ich hier kurz schauen, haben wir schon wieder was zum Leveln? Nee, es fehlt nicht viel. Dann können wir vielleicht sogar wieder ein Dach bauen. Wobei ich gerne die Slingshot hätte. Ich weiß gar nicht, wann die kommt, aber wir haben nicht mehr weit hin, Freunde. Ich gehe jetzt hier gleich nochmal wieder ein bisschen Thatch und ein bisschen Wood holen. Für unser Dächlein. Was auch ziemlich cool wäre, wenn es einen Zaun gibt. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob es tatsächlich einen gibt. Und einmal mit der anderen Hacke. Oh, unser Inventar ist aber schon wieder proppenvoll. Aber das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Außer, dass wir jetzt gleich nicht mehr laufen können. Oder sehr langsam laufen können. Ja, yes, sehr gut, Freunde. Ich hoffe, wir können die Slingshot jetzt machen, weil dann baue ich sie nämlich jetzt nämlich gleich. Wir schauen Craftable. Blödsinn. Wir müssen hier. Wir gehen auf Health. Und wo ist denn die Slingshot? Hier unten ist sie. 6 Pünktchen. Dann können wir vielleicht sogar noch die Türe nehmen. Wir nehmen das und wir nehmen das. Dann bauen wir nämlich eine Slingshot und eine Türe. Und dann können wir vielleicht auch die Schildkröte killen. Ups. Okay, was brauchen wir denn für die Slingshot? Für die Slingshot brauchen wir Hide, Fipper 20, Wood. Okay, wir brauchen Fipper. Das altbekannte Problem. 2. Komm schon, gib mir ein bisschen Fipper, bitte, 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 bitte. Sehr schön. Leute, es reicht für die Slingshot. Und ich gieße mir gleich. Ey! Ey, ich dachte, was habe ich gesagt? Ich dachte, wir brauchen 5 Fipper. Okay, aber das sollte reichen. Dann können wir vielleicht sogar schon ein bisschen tamen, vielleicht irgendwas Kleineres. Dann kann ich mal mein Inventar auch so ein bisschen verschieben. Das geht scheinbar nicht. Ja, dann machen wir das anders. Dann ziehen wir das hier hoch. Ziehen das Fleisch auch hier hoch. Dann will ich hier die Slingshot. Eine Fackel haben wir noch nicht. Den Waterskin, den machen wir hier hin und das Fleisch packen wir hier hin. Dann ist mein Inventar so gesehen, eigentlich wie bei Minecraft. Oh, wir haben ein Fadenkreuz, wir haben ein Fadenkreuz. Wie amazing ist das denn? Leute, sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob es das schon vorher gab, aber für mich ist es auf jeden Fall sehr neu. Probieren wir gleich irgendwas zu tamen. Wie viele Mojo-Bärchen haben wir denn? Narko-Bärchen? Ah, nicht gerade viele. An was fehlt es denn schon wieder? An Wasser. Wir haben keinen Beutel. Können wir den bauen? Was fehlt uns denn für den Beutel? Ah, wie immer Fipper. Es ist unglaublich. Kann man hier eine Fipper-Plantage bauen oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass man Pflanzen anpflanzen kann. Aber ich weiß nicht, ob man tatsächlich gezielt Pflanzen säen kann. Okay. Reicht es jetzt für den Beutel? Sehr schön. Ich hoffe, der ist jetzt dann auch wieder drin. Nicht, dass ich ihn wieder zweimal crafte. Ich gehe einfach mal ans Meer. Es ist ziemlich brutal. Ich war schon im Game so oft am Meer. Und in Real Life war ich noch nie in meinem ganzen Leben am Meer. Das ist schon ziemlich bitter. Sehr schön. Ey, er ist wieder leer. Okay, jetzt war er voll. Leer. Ich glaube, es muss sich irgendwie ein bisschen. Leute, ist immer wieder noch leer. Dann tauchen wir doch mal ein ins Wasser. Er ist wieder leer. Ist er jetzt voll oder nicht? Ja, er ist voll. Okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie krass dieses Ding hiervon ist, würde ich vielleicht das probieren, hier zu tamen, aber ich weiß auch gar nicht, was der frisst, ob der Fleisch frisst. Denn der watschelt hier nämlich schon die ganze Zeit rum. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht stark genug für Level 46.